Hi, ich bin der Maxim von FitnessKit und ich will euch heute ein bisschen den CubeKit erklären. Wir gehen mal auf die Details ein. Wir haben die schwarzen Aluminiumprofile, die haben an allen vier Seiten diese Nuten drin, in denen werden die Schrauben befestigt. Das heißt, ihr habt hier komplett die Möglichkeit, den CubeKit auf euch einzustellen, wie ihr es braucht. Von der Höhe, von der Breite, wie es euch am bequemsten ist. Wir haben hier mal die Bailbars exemplarisch montiert. Heißt, die könnt ihr in jeder Höhe einstellen, wie ihr das möchtet. Das heißt, ihr könnt die Bailbar auch von hier oben, zum Beispiel unten als Griff machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Dragon Flag oder sowas trainieren wollt und das dann als Griff benutzen. Ihr könnt es an jeder Stelle positionieren, wie es für euch bequem ist. Ihr könnt es nach links und rechts schieben, ihr könnt es nach oben und unten schieben, wie es für euch am besten passt. Genauso könnt ihr die Profile zueinander auch noch verschieben, wenn ihr das möchtet. Die sind einmal hier oben und einmal hier an der Seite befestigt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die Dipbars weiter auseinander haben, auf 55 cm, auf 52 cm, was für euch bequem ist, löst ihr diese Schraube unten genauso und auf der anderen Seite entsprechend auch. Ihr nehmt die Querverstrebungen in dem Fall dann einfach raus, verschiebt das Profil, zieht das wieder an und könnt euch das so einstellen, wie es für euch am besten ist, wie es für euer Training am bequemsten ist. Dann haben wir hier die Parallelbarren, zwei Stück. Auch die könnt ihr in der Höhe einstellen, wie ihr das möchtet. Die können tiefer, die können höher. Ihr könnt hier diese Querverstrebungen auch als Tritt zum Beispiel nehmen, um reinzukommen, wenn ihr Weighted Calisthenics macht, dass ihr weiter oben startet und das Gewicht bequem positionieren könnt, könnt ihr die dann weiter nach oben und nach unten machen, so wie es für euch am bequemsten ist. Dann haben wir hier die kurzen Griffe, einmal für neutrale Klimmzüge, hier an der Seite für die Human Flag. Auch die könnt ihr in der Breite so einstellen, wie es für euch am bequemsten ist. Ihr könnt die sehr weit machen, ihr könnt die sehr eng machen, ihr könnt die auch quasi direkt dicht nebeneinander machen, so wie ihr es möchtet. Dann haben wir hier die Griffe für die Dragon Flag. Die sind etwas dicker im Durchmesser. Hier haben wir 33 mm, hier haben wir 42 mm. So, dass ihr die auch von der Weite her so einstellen könnt, wie es für euch am bequemsten ist, dass ihr daran quasi den optimalen Abstand für euch einstellen könnt. Die sind darum dicker gewählt, damit die in der Hand einfach besser liegen, damit ihr daraus gut starten könnt und auch euren Sweet Spot auswählen. Genauso könnt ihr das im Übrigen auch mit den Parallelballen noch machen, wenn ihr sagt, ihr wollt den Frontlever zum Beispiel nicht an der hohen Stange machen, sondern an der niedrigen, könnt ihr euch das auf Bauchhöhe zum Beispiel einstellen, so wie ihr wollt. Wir haben hier die Highbar mal montiert. Die ermöglicht, die obere Stange einfach noch weiter nach oben zu setzen, so dass ihr aus dem kompletten Hang in den Klimmzug starten könnt, so wie ihr es wollt. Hier oben drauf sind jetzt auch nochmal die Deckenspanner montiert. Das gibt die Möglichkeit, dass man, wenn die Decke im Raum das Ganze hergibt, gegen die Decke verspannt, womit der CubeKit einfach nochmal stabiler dasteht und wir einfach ein besseres Feeling nochmal erzeugen können. Davon haben wir hier zwei Stück und wie gesagt, die Möglichkeit, die Highbar, also die Klimmzugstange noch weiter nach oben zu setzen. Man kann das Ganze aber auch so machen, dass man sagt, man will zum Beispiel rudern, setzt die beiden auf eine Höhe und hat dann hier zwei Stangen oder variiert in denen, wie man möchte. Wir haben hier auch diese 45-Grad-Verstrebung. Davon haben wir jetzt festgestellt, ist es am bequemsten, wenn wir unten vier Stück haben. Die haben wir jetzt hier an der Ecke angeordnet, hier genauso und hinten so, dass sie euch vor allem nicht stören, wenn ihr euch im Cube oder mal rein und raus bewegt, dass die nicht im Weg sind. Vier Stück sind völlig ausreichend für die Stabilität. Zwei haben wir oben für die Abstützung der Highbar, damit diese auch wirklich stabil und sicher dasteht und ihr daran den Sport am besten ausüben könnt. Wir haben hier die vertikale Stange. Auch an der könnt ihr dann die Human Flag trainieren, könnt die in der Weite nochmal verstellen, wie ihr es möchtet. Die ist auch dicker, die hat denselben Durchmesser wie die Parallelbarren. Hier könnt ihr dann auch eure Human Flag machen.
Wir haben hier noch mal ein bisschen Zubehör aufgehängt. Wir haben hier die Ringe, die ihr an der Stange am geschicktesten aufhängt, je nachdem, wie ihr es möchtet. Wenn ihr viel an den Ringen trainiert, könnt ihr die Stange auch bis ganz nach oben machen, dann habt ihr ein bisschen mehr Freiraum und habt die Ringe so hängen, dass ihr, auch wenn ihr mit dem Kopf oben drüber seid, noch genug Platz habt. Ihr könnt die tiefer hängen, so wie es für euch bequem ist. Wir haben hier den Schlingentrainer mal angebracht, den man auch schön dann fürs Rudern nehmen kann oder für diverse Liegestützvariationen. Den könnt ihr im Prinzip auch überall anbringen, wo ihr möchtet. Wir haben es jetzt mal an der Stange gemacht. Ist auch ein Produkt als schöne Erweiterung für euer Training. Und dann haben wir noch das Widerstandsband mal aufgehängt, auch mit einer Halterung, die ihr dann bequem verschieben könnt. Das ist eine Schraube, die ist in dem Profil drin. Ich löse die jetzt mal, dann kann man auch diese wieder verschieben, wo man es braucht, wo man es möchte. Man zieht das Ganze fest. Damit ist das Ganze auch arretiert und ihr könnt das Ganze zur Seite ziehen. Das Ganze ist stabil. Ihr könnt die an der waagerechten Profil festmachen. Ihr könnt es am senkrechten Profil festmachen. Ihr könnt dann damit eure Schulter warm machen. Ihr könnt auch ein bisschen Trizepstraining machen, je nachdem, wofür ihr es nutzen wollt. Man könnte das Ganze auch benutzen, um zum Beispiel sich die ersten Klimmzüge leichter zu machen. Wie gesagt, anbringen kann man es, wie man es möchte. Man könnte es auch unten festmachen und damit so ein bisschen Bizeps-Curls machen, um warm zu werden. Genau, da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt, wie gesagt, das Cube-Kit auf eure Bedürfnisse, auf euren Körper perfekt einstellen. In der Breite, in der Höhe, ob ihr jetzt 1,60 seid, ob ihr 1,90 seid, könnt ihr das so einstellen, wie es für euch am bequemsten ist, so dass ihr euren Sport am besten ausüben könnt.